Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Premium Modellbau. Heute möchten wir euch einmal in einer Praxisreihe drei verschiedene Servos vorstellen, beziehungsweise drei verschiedene Ansteuerungsarten von Servos in dem gleichen Servomodell. Hierzu haben wir uns das PowerHD 1120MG ausgesucht. Es ist sehr schön, da es exakt das gleiche Modell ist von den Grunddaten, bis zu 20 Kilo Stellkraft, kugelgelagert, Metallgetriebe, Teilmetallgehäuse, aber es drei verschiedene Ausführungen davon gibt. Eine Ausführung ist die sozusagen normale Ausführung, die plus minus 90, insgesamt 90 Grad Stellwinkel hat. Und es gibt die 270 Grad Stellwinkel Variante und die 360 Grad Continuous Rotation Variante. Damit kann man quasi sehr schön sehen, wie sich solche Modelle unterscheiden. Und ihr könnt auch das Konzept, dass ihr versteht, wie Continuous Rotation funktioniert oder wie ein Servo funktioniert, das eine größere Bandbreite und einen größeren Stellweg hat. Erstmal, wie funktioniert das grundsätzlich? Alle Servos werden über ein PWM-Signal angesteuert. Das bedeutet Pulsweitmodulation. Und da ist es so, dass die Mitte des Impulses liegt bei 1500 Mikrosekunden und dann gibt es eben die Endpunkte mit 1000 und 2000. Das ist dieser Basisbereich, in dem wir uns befinden. Und das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an dem Servotester, wie Herr Vollam, nichts einstelle, sind es automatisch die Grenzen, die genommen werden. Wie kann jetzt ein Servo einen größeren Bereich erreichen? In der Regel ist es so, und das haben wir auch immer in dem Angebot bei den Servos vermerkt, dass man, um zum Beispiel die vollen 72 Grad von dem mittleren Servo jetzt zu erreichen, muss man diesen Pulsweitenbereich erhöhen. Das bedeutet, man geht oben und unten, macht diese Grenzen weiter auf und hat dann die Möglichkeit, das Signal breiter zu machen und in dem Fall quasi den Stellweg zu erhöhen. Jetzt zeigen wir aber einfach mal, wie so ein Servo funktioniert, wenn wir nichts dran machen und den Basisstellwert nutzen. Wir haben das Ganze ein bisschen hier mit Y-Kabel verkabelt. Das bedeutet, die beiden Servos, wir nutzen jetzt erstmal diese beiden, weil diese vom Vergleich am besten sind und würden nachher auch exemplarisch das Continuous Rotation Servo dazu nehmen. Bei den beiden ist es so, die beiden hängen am Y-Kabel, das heißt, wir bekommen das gleiche Signal. Gleichzeitig haben wir hinten ein UEBC, das das Ganze mit 5 Volt Spannung versorgt und hier haben wir extern eben einen Akku liegen, mit dem wir das UEBC speisen. Jetzt machen wir das Ganze mal an. Jetzt würde ich hier noch ein bisschen ranzoomen und eher auf die Servos gehen und gleichzeitig versuchen, den Servotester hier mit ins Bild zu halten. Der Servotester bietet eine Möglichkeit, wenn wir sagen möchten, ein Digital-Servo haben, neben den Linear-Mode zum Testen. Und hier wird auch schon gefragt, wie unsere Pulsweite sein soll. Und wir entscheiden uns eben jetzt hier für den normalen Bereich. Das ist bei der 1000 bis 2000 Mikrosekunden und 1500 ist die Mitte. Sagt er auch hier schon hier, ist der Puls von 1000. Seht ihr? Und wenn ich jetzt das bewege, wird sich das Servo mitbewegen. Jetzt schauen wir einfach mal, ich versuche die beiden mal mit einer Hand festzuhalten, dass man sieht, die sind auf dem gleichen Limit. Und wenn man jetzt auf 2000 geht, also den Ausschlag in die andere Richtung, seht ihr, dass das linke Servo sich deutlich weiter gedreht hat. Jetzt sind beide gleich. Das rechte Servo erreicht sogar 90 Grad, das linke Servo erreicht 120 Grad. Auch wenn ich jetzt mal die Mitte nehme mit 1500, seht ihr auch da schon, unterscheidet sich das. Das bedeutet, das Servo hat bei gleichen Wegen einfach mehr Verfahrweg. Wozu nutze ich sowas? Zum Beispiel im Funktionsmodell, weil wenn ich jetzt mit diesem Servo irgendeine Funktion ansteuern möchte, habe ich diese Möglichkeit, dass ich das Ganze dann eben irgendwas ansteuern kann, irgendeine Bewegung, irgendeine Funktion ausführen, wo ich gerne einen größeren Weg haben möchte oder natürlich auch in anderen Modellen. Warum sind wir jetzt in diesem Pulsbereich begegnet? Viele Fernsteuerungen unterstützen die Möglichkeit nicht, dass man den Pulsbereich weiter aufmachen kann. Das heißt, diese Funktion zwischen 1000 und 2000 habt ihr bei allen Möglichkeiten, wenn ihr die in jeder Fernsteuerung anschließt. Jede normale Fernsteuerung würde diesen Bereich bieten. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, zum Beispiel auch wenn ihr ein Arduino nutzt oder auch die FreeScale-Fernsteuerung, ermöglichen euch den Pulsbereich weiter aufzumachen. Für die vollen 72 Grad benötigt ihr 500 bis 2500 Mikrosekunden Pulsweite. Jetzt können wir hier mal zurückgehen. Wir stellen das in dem Fall immer auf die Mitte, das ist ganz wichtig. Wenn euer Servo nämlich nicht diesen vollen Pulsbereich mitmachen würde, würdet ihr das Ganze beschädigen. Linear, und jetzt wählen wir Extended aus. Seht ihr schon, es hat sich das Ganze verändert. Wir gehen jetzt hier auf die Mitte, 1500, und würden jetzt bis an den Anschlag fahren. Jetzt gehen wir bis 500. Ihr seht, und ihr seht eben, dass das eine Servo erheblich weiter dreht und die vollen 270 Grad erreicht. Ich würde gerade nochmal bei 500 die Hörner neu ausrichten, dass man das vielleicht ein bisschen besser sehen kann. So. Seht, die lassen sich nicht ganz auf 90 Grad ausrichten, aber jetzt bekommt man zumindest mal eine Idee. Wenn ich das Ganze jetzt bewege,
seht ihr, dass das linke Servo eine volle 270 Grad Bewegung macht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Arduino nutzt oder die volle Pulsweite nutzen könnt, habt ihr hier ein Servo, das tatsächlich sich linear über ein PWM-Signal steuern lässt mit 270 Grad Stellmöglichkeit. Was wirklich in dem Fall toll ist und viele Möglichkeiten bietet, um spezielle Funktionen umzusetzen. Ihr seht auch natürlich, das rechte Servo hat sich verändert. Hier haben wir ca. 120 Grad. Ganz wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, bitte, bitte, bitte schaut immer vor und nach, ob euer Servo das unterstützt. Es gibt Servos, die können nicht weiter drehen. Und wenn ihr diese Pulsweite erhöhen würdet, würde das Servo beschädigen. Entweder das läuft mechanisch innen gegen einen Anschlag. Das ist natürlich die schlechteste Variante. Oder würde die Elektronik irgendwann beschädigen, wenn ihr zu weit rüber dreht. Dann entweder fängt das Servo an zu spinnen, weil es das Signal nicht mehr interpretieren kann. Oder wie gesagt, aber das Worst-Case-Szenario in dem Fall ist tatsächlich, ihr dreht es gegen den Anschlag und macht innen drin irgendwas kaputt. Das heißt, bitte, bitte immer prüft es vorher nach, ob ihr die Pulsweite erhöhen könnt. Gut, was wir jetzt mal noch machen, ist, wir zeigen die Variante 3. Ich gehe wieder auf Normalmod zurück und würden einfach mal statt den beiden Servos hier, hängen wir die mal ab und würden das Continuous Rotation Servo anhängen. Was ist denn überhaupt ein Continuous Rotation Servo? Viele Kunden denken im ersten Moment, dieses Servo würde 360 Grad Fahrweg haben. Das ist in dem Fall aber nicht der Fall, beziehungsweise die 360 Grad beziehen sich auf den endlosen Vorgang. Ihr seht auch schon, es fängt leicht an zu brummen. Hier ist es nämlich so, dass das Servo wie mehr oder weniger wie ein Getriebemotor mit Fahrregler funktioniert. Das bedeutet, 1500 ist die Mitte, da steht das Servo still und sobald ich außerhalb der Mitte komme, bin ich hier ganz leicht darunter, seht ihr, es fängt an, sich im Uhrzeigersinn zu drehen. Gehe ich ganz gleich in die andere, drehe es gegen die Uhrzeit. Umso mehr ich die Bereiche erhöhe, seht ihr, irgendwann ist es bei Vollgas. Kann ich wieder zurückgehen. Genau. Ihr seht jetzt auch hier, ich bin ja bei 1495, also es ist nicht genau 1500. Bei den meisten Servos gibt es in irgendeiner Firma eine Möglichkeit, dass ihr das vor allem bei den Analogmodellen das nachtrimmen könnt. Am Servo selbst, das hier ist eine digitale Variante, das ist nicht notwendig, aber viele analogen Modelle haben die Möglichkeit, dass ihr einfach unten ein kleines Poti das nachstellen könnt, damit ihr auch den Nullpunkt auf den Nullpunkt, den ihr haben wollt, hinbekommt und da kein Zittern oder sonstiges habt. Wozu nutzt man jetzt sowas? Typischerweise ist hier der Funktionsmodell ganz klar anzurechnen. Ihr könntet damit zum Beispiel mit zwei solchen Servos könntet ihr ein kleines Modell als Radantrieb benutzen für einen Bagger, für eine Raupe, für sonstiges. Hättet ihr zwei schöne Servos mit integrierten Fahrrädern, wo ihr auch 20 Kilo ist ein ordentliche Leistung pro Seite, dann könnt ihr zum Beispiel schon eine kleinere Raupe oder sowas direkt antreiben und hättet auf jeder Seite schöne Radantriebe, die ihr benutzen könnt. Genauso als Seilwinde, sonstige Funktionen. Immer wo man quasi eine kontinuierliche Bewegung haben möchte, ein Drehkranz, oder auch sowas wie Radargeräte, sonstiges, wo man einfach sagt, man lässt es nur in eine Richtung laufen, könnte man hier schön damit realisieren. Das lässt sich auch sehr sauber ansteuern. Man kann hier auch wirklich sehr feinfühlig, wenn ich jetzt hier ganz runter regle. Sehe, man kann sich ganz langsam, könnte man um den Nullpunkt herumdrehen. Seht ihr? Und es ist natürlich immer noch die volle Stellkraft fahren, das ist auch ganz spannend in dem Fall. Also man hat ja dann auch immer noch die Möglichkeit, wenn ich hier Vollgas gebe. Ihr könnt auch immer erkennen, dass wir bei Continuous Rotation Servos im Angebot auch immer direkt die Umdrehung pro Minute angeben. Normalerweise bezieht sich ja immer diese, die Stellzeiten, die angegeben sind, auf 60 Grad Stellweg. In dem Fall rechnen wir das dann einfach um und sagen euch, wie lange ein Servo braucht oder beziehungsweise wie viel Umdrehung ihr pro Minute mit so einem Servo bei Vollgas habt. Natürlich immer im Leerlauf ohne Last. So, das war es schon von unserer Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war hilfreich und wie immer findet die Angebote unten zu den Servos direkt in den Links unter dem Video und wir wünschen euch dann noch einen schönen Tag.